Hallo Leute, euer Blöckstummer wieder am Start. Und zwar bricht ja aktuell die Weihnachtszeit an und jeder hat seinen Adventskalender vorbereitet. Und natürlich hat auch Nintendo wieder einen Adventskalender. Ich habe erst vor kurzem davon erfahren und ich dachte mal, ich mache ein kleines Infovideo draus. Und zwar, ich werde euch die Seiten verlinken, wo ihr mitmachen könnt. Und zwar müsst ihr einfach nur den Nintendo Facebook-Account oder den Twitter-Kanal im Auge behalten und jeweils eine E-Mail schicken mit dem dazugehörigen Kennwort. Ihr werdet dann sehen, wie das geht. Mit eurem Alter, eurer E-Mail-Adresse und eurer vollständigen Postanschrift. Und zwar an weihnachten@nintendo.de. Ja, ich habe letztes Jahr auch mitgemacht, regelmäßig, habe leider nichts gewonnen. Aber vielleicht gewinne ich ja dieses Jahr etwas. Mal schauen. Also wenn ihr teilnehmen wollt, dann wünsche ich euch viel Glück. Und wenn ihr nicht teilnehmen wollt, dann ist es auch nicht so schlimm. Und damit das Video jetzt nicht zu kurz ist, habe ich noch ein Event-Level vorbereitet, was gestern oder vorgestern erschienen ist. Und ja, viel Spaß. Und ciao. Und damit ein fliegender Übergang zum neuen Event-Level, nämlich Mario & Luigi Paper Jam Bros. Mario und Paper Mario haben ihre Kräfte vereint und Luigi ist auch dabei. Gemeinsam können sie es mit jedem aufnehmen und so beginnt die verrückte Geschichte von dem Spiel. Und jetzt kannst du es auch in Mario Maker ausprobieren. Oh yeah. Dann schauen wir doch einfach mal. Es war ein bisschen ärgerlich, denn dieses Level kam genau dann raus, als ich die anderen beiden Event-Level gespielt habe, beziehungsweise das andere. Aber egal, ich habe jetzt das mit dem Advance-Kalender kombiniert. Ich denke, das ist auch ganz schön. Oh ja, ups. Ich glaube, wir sollten den Koopa hier benutzen. Oh, jetzt bin ich fast gestorben. Und ein P, also ein P-Switch, denke ich mal, ist hier irgendwo versteckt. Jetzt weiß ich aber nicht wo. Okay, viele Marios. Und hier ist ein Stern. Aber ich suche auch eine neue Amiibo. Die Paper Mario Amiibo. Und ich suche gerade immer noch den P-Switch. Aber ich glaube, ich finde den mal wieder nicht. Oh. Das ist lustig. Ja, das Spiel ist ja heute, glaube ich, in den Läden erschienen. Wenn es denn die Läden nicht vorher schon verkauft haben. Die Mario und Luigi Serie, die hat mich eigentlich nicht so wirklich interessiert bisher. Aber vielleicht gucke ich mal rein. Vielleicht. Aber auch nur vielleicht. Nee. Oh, nochmal die Amiibo. Ich finde das lustig. Okay, das Level geht doch noch ein bisschen länger, als ich ursprünglich dachte. Kann ich hier eigentlich den Koopa-Panzer nehmen? Nee. Okay. Nein. Ich hätte den nicht nehmen sollen. Scheiße. P-Switch, Stern. Ich denke mal, das ist so gewollt. Oh yeah. So, bevor ich sterbe, gehe ich lieber in die Röhre rein. Sicher ist sicher. Und hier. Oh nein, das wollte ich nicht. Okay, gut. Panzer und weg. Mario. Und Luigi. Auf den Thumbnail hat man das Luigi nicht so wirklich gesehen. Finde ich ein bisschen unfair, dass Luigi immer wieder so rausgedrängt wird. Aber das ist ja normal in Super Mario Maker. Und auch sonst. Ah, vor allem bei mir. Ja, und dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zusehen. Viel Glück bei dem Adventskalender. Und ja, bis zum nächsten Video, was wahrscheinlich morgen schon erscheint. Und bis dann und ciao. Und wir haben natürlich wieder die Amiibo-Figur. Aber jetzt wirklich ciao.